Dann pünktlicher Anstoß, 13 Uhr. Herzlich willkommen zur digitalen Pressekonferenz mit unserem Bundestrainer Horst Rubesch anlässlich unserer beiden bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Polen. Schön, dass ihr euch eingewählt habt. Herzliches Moin an Horst Rubesch. Und Horst, damit gleich die erste Frage an dich. Seit gestern ist ja der Kader bekannt. Alex Popp und Marina Hegering kehren zurück. Sarah Delbritz fehlt verletzungsbedingt, ansonsten setzt du aber auch auf bekanntes, bewährtes Personal. Was ist der Plan für die kommende Maßnahme? Ja gut, der Plan ist eigentlich, dass wir genau da weitermachen, wo wir eigentlich aufgehört haben. Für uns ist wichtig, dass wir so früh wie möglich die Qualifikation sichern. Das ist der eine Punkt. Und dann haben wir den Vorteil natürlich am Ende des Tages, wenn wir diese beiden Spiele gewinnen, dass wir dann eben halt auf die nächsten beiden Spiele, die wirklich schon gezielt für Olympia als Vorbereitung nehmen können. Ich habe noch eine Bitte vorab. Also ich weiß ja, dass das schwierig wird, aber ich werde keine Fragen zum HSV beantworten. In irgendwelcher Form, sondern hier geht es rein darum wieder, dass es um die Mädels geht und habe ich die Bitte an euch, dass wir dabei bleiben. Dann eröffne ich damit die Fragerunde und wir starten mit Frank Hellmann. Ja, Herr Rubesch, ein Gruß aus Frankfurt. Sie werden ja bald dann hier auch auf dem Campus wieder sein. Meine Frage zielt tatsächlich auf diesen Spagat, den Sie hinbekommen müssen. Also einerseits verlängert sich die Saison ja jetzt für die Spielerin. Dann sind Sie, glaube ich, so eine Woche circa in den Verein und dann gehen Sie wieder zu Ihnen, um im Juli diese Spiele zu machen. Dann natürlich Olympia, das große Ziel und vielleicht bestenfalls 6 Spiele in gerade mal 2 Wochen. Der Ralf Kellermann hat vor dem Pokalfinale in einer Presserunde gesagt, das wäre fast gesundheitsgefährdend, wenn man jetzt auch diese Bedingungen da mitnimmt. Gehen Sie da mit, dass es wirklich eine extreme und vielleicht zu hohe Belastung ist? Und ja, was hat man mit dem Verein so als Kompromiss ausgehandelt, damit es eben nicht zu viel wird für Spielerinnen, sag mal, wie Lena Oderdorf oder Alex Popp, die ja jetzt das dritte Jahr in Folge ein Turnier spielen? Okay, also gut, dass es ein straffes Programm ist. Ich denke, da brauchen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren. Aber wir haben ja im Vorfeld haben wir extra einen Termin gewählt in Aachen, wo wir alle zusammengesessen haben, waren alle Vereine auch da und die zwei, drei Vereine, die nicht da waren, waren zugeschaltet. Und da haben wir uns dann auch dazu entschlossen, dass wir das gemeinsam machen, weil ich glaube, es ist auch einfach am einfachsten jetzt auch und am sinnvollsten, wenn du halt die Mädels mit in die Verantwortung nimmst, dass sie auch damit Sorge tragen, dass sie nachher topfit darüber kommen. Und auf der anderen Seite, dass wir als Verein und DFB zusammen eben halt einen Plan auch erstellen, und das haben wir getan, wie wir damit umgehen wollen in dieser Form. Also auf der einen Seite kriegen sie Urlaub, auf der anderen Seite werden wir versuchen, sie aber körperlich, sage ich jetzt mal, aus dieser Saison gut rauskommen zu lassen und dann auch wieder gezielt vorzubereiten auf diese Olympiade. Dass das ein Spagat ist, weiß ich. Und dass er nicht ganz einfach ist, weiß ich auch, aber wir haben halt leider keine andere Möglichkeit. Was wir nicht getan haben, vielleicht vorweg schon mal, wir haben keinen Sonderlehrgang noch eingelegt, extra deswegen. Also ich denke, dass wir alle zusammen vernünftig damit umgehen und ich denke, dann sind wir auf einem guten Weg. Gunnar Meggers. Ja, hallo. Beim letzten Mal in Aachen hat Ann-Kathrin Berger am Tor gestanden gegen Island. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus auf der Torhüter-Position? War das ein Einsatz für Ann-Kathrin Berger, damit sie mal spielt, oder ist eigentlich die Position Nummer 1 wieder offen? Also erstmal, Ann-Kathrin Berger ist eine Top-Torhüterin. Also Geschenke gibt es eh keine bei mir, sondern für mich geht es eigentlich auch darum, wie spielt sie dahinter. Das hat sie perfekt gemacht. Ich weiß, dass ich drei Top-Torhüter habe und ihr Hintern auch noch einiges. Und geplant habe ich eigentlich, ich hoffe, dass das auch so kommt, dass ich alle drei Torhüter in diesen 4 Spielen einmal spielen lasse, um einfach zu gucken, wen nehme ich nachher wirklich klar mit auf Olympia, weil ich kann nur zwei Torhüter mitnehmen, der andere wird auf Abruf gehen. Und deswegen, nein, bin ich eigentlich froh und glücklich, dass ich drei super Torhüter habe. Torhüterinnen, Entschuldigung. Darf ich da nochmal nachhaken? Bitte? Ja, Darf klar. ich noch? Da, also ist die Frage nach der, oder ist die Nummer 1 noch nicht vergeben? Habe ich das jetzt richtig verstanden oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, ich, Für bei Olympia. mir gibt es nochmal, das ist ja genau wie bei den Feldspielerinnen. Also manchmal überlegt man sich das. Also ich habe diese Anfrage, lasse ich einfach mal offen, aus dem einfachen Grunde, weil ich habe drei gute Torhüterinnen. Morgen ist die eine verletzt, dann ist die andere eins. Also warum soll ich mich da festlegen? Jana Lange. Ja, hallo Herr Rubisch. Ich würde auch gerne eine Hallo. personelle Frage stellen. Sarah Debritz nach der Knöcheloperation. Wie ist da der Stand der Dinge? Ist das realistisch, dass das für Sie noch klappt mit Olympia oder wird das zu eng aus Ihrer Sicht? Ja, ich denke, dass es im Prinzip zu eng wird. Für mich geht es jetzt eigentlich nur darum, dass die erstmal wieder gesund wird und gucken, wir haben einen Plan erstellt auch, welche Möglichkeiten, ob wir diesen Plan einhalten können, dass sie dann gesund und munter ist und bei 100% wäre. Das bezweifle ich jetzt mal. Also ich denke, das ist eher unrealistisch. Ulrike John. Hallo in die Runde. Ich hätte noch mal eine Frage zu der Planung in den nächsten Wochen. Wann genau haben denn die Spielerinnen frei? Ich schätze mal jetzt nach dem zweiten Polenspiel. Und wie lange? Vielleicht können Sie jetzt noch mal ein bisschen die Vorbereitung einfach außerzeitlich skizzieren. Das ist jetzt unabhängig auch von, wir haben ja mit unserem Fitnesstrainer, der hat ja auch mit den Vereinen gesprochen in der Form, die haben genaue Pläne erstellt, weil der eine mehr, der andere weniger Belastung gehabt hat. Und deswegen haben wir da gesagt, wir werden das individuell gestalten, die ganze Geschichte. Und ich denke, das ist auch der richtige Weg. Also wie das jetzt genau, wer wann, wo, wie lange Freiheit, das ist dann auch eine Absprache immer noch mit den Vereinen und dann auch mit den Spielerinnen. Christopher Klein. Ja, hallo zusammen, hallo Herr Rubesch. Ich hätte eine Frage Hallo. mit Blick auf den 18er Kader für die Olympischen Spiele. Ist es zu viel rein interpretiert, wenn ich sage, aus diesen 23 jetzt werden die 18 kommen oder müssen wir uns überraschen lassen, wen sie dann im Juli in den Kader bringen? Nein, ich glaube, große Überraschung wird es sicherlich nicht mehr geben. Es wird, wir haben auch gesehen, was noch auf der Nachruf, also Abruf steht in der Form. Und daraus wird sich sicherlich der Kader für die 18 nachher ergeben. Außer wo bemerkt, wenn sich da noch irgendwelche Extremen verletzen oder sonstiges. Aber da hoffe ich mal einfach jetzt nicht drauf. Im Moment sind sie, glaube ich, alle ganz gut dabei und fit. Und deswegen freue ich mich eigentlich auf diesen Lehrgang jetzt. Frank Hellmann. Herr Rubisch, da nochmal nachgefragt, diese 18 Spielerinnen. Es hieß immer noch auch von Nia Künzer, dass man versucht, mit Verbänden den DFB, das IOC zu überzeugen, vielleicht mehr mitzunehmen. Also verstehe ich richtig, das ist vom Tisch, das bleibt bei 18. Das ist die eine Frage. Und die andere, in der letzten Woche gab es ja die Vergabe der Frauen-WM 2027. Deutschland hatte sich ja Hoffnung gemacht mit Belgien, Niederlande, jetzt geht es nach Brasilien. Sind Sie A auch enttäuscht oder ist es B, Sie waren ja in Brasilien bei den Olympischen Spielen 2016, ist es richtig, da mal hinzugehen mit einer WM? Ja, ich denke mal, wenn ich jetzt die zweite Frage beantworte, dann hätte ich es ganz gerne gesehen, dass das in Deutschland stattfindet mit. Und ich denke mal, das gibt natürlich auch immer so einen Kick oder so einen Schub, wo man nochmal die Jungen alle mit anschieben kann und dass man diesen Weg, den wir jetzt hier gehen, eigentlich weitergehen, dass wir vielleicht nochmal Euphorie dazu entfachen können, dass das also mit dem Frauenfußball sich noch weiterentwickelt. Ganz kurz nochmal zur ersten Frage war. Die 18 Spielerinnen, ob es dabei Ach bleibt. so, die 18, ja. Bei den 18 Spielerinnen ist es halt so, dass wir ja von Anfang an auch mit einigen anderen Verbänden versucht haben, das auf 22 festzulegen. Da sind die natürlich dann, ja, ich sag mal, die sind einfach langatmig in der Form. Da haben wir jetzt also noch keine genaue, für mich ging es eigentlich darum, dass ich sie gerne mitgenommen hätte, diese vier. Und warten wir ab, aber ich glaube nicht, dass sich da großartig in diesem Jahr noch was verändern wird auf der Olympiade. Gunnar Megas. Ja, Stichwort Olympia nochmal. Sie haben ja auch Ihre Erfahrungen gemacht. Warum ist eigentlich für die Frauen sind die Olympischen Spiele eigentlich deutlich wichtiger als für die Männer? Also 2021 in Tokio war das ja so eine zusammengewürfelte Truppe. Da ist so ungefähr mitgefahren, wer nicht Nein gesagt hat. Warum ist es für die Frauen immer wichtiger bei den Olympischen Spielen dabei zu sein als für Männer? Ja, ich denke mal, ich kann ja eigentlich jetzt nur von mir sprechen. Also zu meiner Zeit
Ich kann mich erinnern, dass der Frank mir mal erzählt hat, wie super das bei Olympia war. Aber Olympia hat eigentlich zu meiner Zeit, wo ich gespielt habe, kaum eine Rolle gespielt. Das hat sich bei den Männern eigentlich so durchgezogen. Da waren immer die Welt- und Europameisterschaften der entscheidende Faktor. Und bei den Frauen war es von Anfang an so, dass sie von Anfang an auf dieses Ziel Olympia ja auch gespielt haben und dass da komplett eine andere Stellenwert hat. Warum das jetzt genauso ist, die Frage kann ich eigentlich nicht beantworten. Aber ich denke mal, und für junge Sportler macht es schon Sinn, auf dieses Ziel Olympia zu spielen, weil es macht einfach, es hat irgendwas, es ist anders. Also ich kann es Ihnen auch nur so erklären, und alle, die Sie kennen vielleicht oder die Sie mal, mit denen Sie reden werden, die werden Ihnen erklären, was das für eine Faszination hat und was da eigentlich geht. Und ich denke mal, wenn du so ein Ziel hast und hast 4 Jahre, kannst du darauf hinspielen, dann am Ende des Tages. Bei uns geht es halt immer im Jahr, wir wissen, Europameister, Weltmeister wiederholen sich im Zyklus. Klar, hier kommt es alle 4 Jahre zum Drang. Und ich denke mal, die Mädels haben es ja auch selber gesagt, dass Olympia sie fasziniert und dass das wirklich ein Ziel war, glaube ich, da werden sie keine finden bei den Mädels, die da nicht hin wollte. Warum das so jetzt genau ist, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich kann nur jedem empfehlen, da hinzugehen. Jessica Sturmberg. Ich höre Sie nicht. Sie hören mich auch nicht? Ich sehe, der Ton möchte nicht. Ansonsten gerne die Frage in den Chat schreiben. Dann lese ich sie gleich vor. Und bis dahin machen wir mit einer Frage von Ulrike John weiter. Herr Rubisch, gibt es denn außer Sarah Daples noch irgendjemanden, der jetzt angeschlagen aus der Saison rausgegangen ist? Also ich habe jetzt im Moment nichts gehört, was jetzt gravierend ist, wo man sagen müsste, fällt aus oder ist länger verletzt. Christopher Klein. Herr Rubisch, können Sie uns mal so einen ersten Eindruck von den Polinnen schildern, wie Sie diese Mannschaft wahrnehmen? Haben jetzt die ersten beiden Quali-Spiele verloren. Wie schätzen Sie das ein? Auf den ersten Blick würde man sagen, Erster gegen Letzter, aber das ist ein bisschen kurz gegriffen wahrscheinlich. Ja, ich denke mal, wir haben die anderen beiden Spiele ja auch gesehen und wir haben die Spiele, die ich davor gemacht habe, auch gesehen, dass wir immer da ein oder andere Spiel dabei gehabt haben, wo wir uns dann selber schwer getan haben. Nein, die Polen haben sicherlich eine ordentlich nur eine gute Mannschaft. Auf der einen Seite, vielleicht war es jetzt ein bisschen unglücklich, dass sie zuerst mit Österreich starten mussten. Aber nein, für mich ist es eine Geschichte, dass ich alle ernst nehme und dass wir dazu 100% spielen müssen. Da geht also nichts dran vorbei. Zu den Polen ist zu sagen, spielen normale 4-3-3. Sie bieten uns auch einiges an, was uns sicherlich entgegenkommt. Und wir haben sie jetzt analysiert, wir haben die Spiele gesehen und nein, ich denke mal, normal müsste das für uns alles machbar sein. Weitere Fragen an Horst Rubisch. Gunnar Meggers. Ja, Herr Rubisch, Sjoerke Nüsken ist gerade Meisterin geworden in England. Die hat ja im letzten Jahr eine unglaubliche Entwicklung hingelegt. Sie haben, ich glaube, es war in den Niederlanden von der kleinen Nüsken gesprochen. Ist sie das noch oder ist sie eigentlich schon eine große? Ja, sie ist mittlerweile schon, zumindest ist ein bisschen gewachsen, sagen wir es mal so. Ich denke mal, nein, was mir bei ihr auch gefällt, oder da haben wir einige Spieler, und ist aber Obi ähnlich, das sind alles Spieler, die noch Potenzial haben nach oben, die sich weiterentwickeln, die auch selber dran arbeiten und machen und tun. Ich habe von der Kleinen gesprochen, sie war so ein bisschen klein vielleicht, ja, ist bei mir immer so der Ausdruck. Wenn sie nicht so nach vorne kommen, sondern sie ist ja auch eine Spielerin, die wirklich in den Vordergrund gehen kann, die Tore machen kann, auf der einen Seite Spiele mitbestimmen kann, auf der anderen Seite und vor allen Dingen auch körperliche Akzente setzen kann. Also nein, sie ist eigentlich rundherum ziemlich komplett, aber da geht noch einiges, glaube ich. Und das sieht man, glaube ich, auch jetzt, wo sie Meister geworden sind. Sie wird nochmal auch so, was das Selbstbewusstsein angeht, sie wird sicherlich noch weiter wachsen, das hoffe ich eigentlich. Deswegen habe ich klein gesagt. Sie hat sich eigentlich am Anfang, wo sie gekommen ist, immer klein gemacht. Aber jetzt hoffe ich eigentlich, dass sie sich da noch größer macht und noch mehr klarer wird in der Beziehung. Dann machen wir weiter mit einer Frage aus dem Chat, und zwar von Jessica Sturmberg.
Und zwar geht es nochmal um die Begrenzung des Kaders bei Olympia. Wie sehr empfinden Sie das als sportlich schwierige Einschränkung und vor allem auch menschlich schade für diejenigen, die Sie nicht mitnehmen können? Mich jetzt vor allen Dingen hauptsächlich wegen der Belastung, weil Herr Hörmann hat es ja eben am Anfang angesprochen, das sind jeden dritten Tag die Spiele und wir sind zum anfänglichen Zeitpunkt sind wir in Marseille, wo wir ausgehen können von, dass das teilweise weit über 30 Grad sein können, müssen und du musst alle Tage spielen innerhalb immer wieder von 3 Tagen, ist das natürlich schon eine harte Nummer, das muss man auch ganz klar sagen und deswegen wäre es, glaube ich, angebracht, das jetzt, und da glaube ich, da sind Sie auch beim Olympischen Komitee, dass Sie in Zukunft da hingehen werden und werden klipp und klar sagen, dass Sie wirklich diese 22 Spiele zulassen. Also ich hoffe es zumindest, wir haben es hinterlegt, andere Verbände haben es auch hinterlegt. Es war auch ein Thema, wo wir in Paris waren, bei der Auslosung, und wo wir es dann auch nochmal hinterlegt haben und eingefordert haben. Aber gut, da wissen wir eigentlich auch, im Großen und Ganzen, dass es meistens immer 1-2 Jahre dauert, bis man da eine Entscheidung kriegt. Frank Hellmann. Ich würde noch mal fragen, dieses erste Spiel, was Sie haben in Rostock, da gibt es ja gute Erinnerungen, weil Sie da Dänemark schon geschlagen haben, aber es war auch, also für alle, die ja da waren, erinnern sich gut, eine wirklich richtig tolle Atmosphäre. Jetzt sind, glaube ich, wieder über 17.000 Karten verkauft. Ja. Es ist ein Primetime-Spiel, was da im ZDF auch läuft. Also kann man eigentlich erwarten, in diesem ersten Spiel, da kommt auch die Bestbesetzung zum Zuge, um da quasi auch einen stimmungsvollen Auftakt darzulegen. Da wird nicht groß experimentiert. Ich habe 22 Spiele, das sind immer die Bestbesetzung. Also ich habe bei 22 Spielen habe ich nur Elite. Also egal, was ich auf dem Platz schicke, ist eigentlich immer Bestbesetzung. Und zum anderen freut es mich riesig. Ich war selber überrascht, dass da jetzt schon 17.000 Karten weg sind. Ich gehe davon aus, dass dieses Spiel wieder ausverkauft ist. Die Stimmung, glaube ich, können Sie sich auch noch daran erinnern, wenn Sie es mitgekriegt haben und da waren, die war sensationell gut. Und ich denke mal, wenn die uns wieder tragen, dann muss ich sagen, werden die Mädels sicherlich Vollgas geben. Wir gehen übrigens schon auf die 17.500 Tickets zu. Also wir nähern uns immer mehr den 19.000 und ein bisschen mehr, die reingehen. Und damit gerne der Ball an Gary Pauband. Schönen guten Tag in die Runde, Herr Rusch. Ich wollte nochmal nachhaken. Sie haben zu Beginn ja gleich gesagt, im Optimalfall das EM-Ticket jetzt so schnell wie möglich buchen und dann halt die letzten 2 Spiele vor allem für Olympia nutzen. Können Sie so ein bisschen skizzieren, was Sie aber an Inhalten sich so auf die Fahne geschrieben haben, jetzt auch schon mit Blick auf diese nächsten 2 Partien, auch auf die Trainingseinheiten? Ja, wir haben ja die ganze, also jetzt nicht nur in den letzten beiden Partien, sondern auch davor immer wieder, weil ich denke, Sie kriegen es ja auch mit. Das Tempo wird besser. Im Laufe der letzten Jahre hat sich das Tempo wesentlich verändert. Die Körperlichkeiten haben sich verändert. Das werden die Schwerpunkte bleiben. Ich meine, technisch-taktisch werden sie alle auf einem guten Level sein, die Mannschaften. Und die Frage wird halt sein, wer ist körperlich in der Lage, sage ich nachher, da diese Spiele zu stehen und auch dieses Tempo zu gehen. Weil man hat, glaube ich, auch gesehen, in Frankreich und auch gegen Dänemark, was das für ein Tempo geben kann. Und wenn du glaube ich, siehst jetzt, was da auf uns zukommt mit Australien, mit den USA und so weiter. Also da, das wird schon eine Hausnummer, die nicht so einfach ist in der Form. Und ich glaube ganz einfach, dass sich der Frauenfußball in diese Richtung noch weiterentwickeln wird. Und also einfach immer schneller werden wird, wie es bei den Männern teilweise auch ist. Wenn man jetzt mal geht, wie sich der Männerfußball entwickelt hat vom Tempo her und wie sich die Frauen sich jetzt in den letzten paar Jahren entwickelt haben. Also sehe ich da im Moment noch keine Grenze. Gerne, Gary Pauband nochmal. Ja, und noch eine andere Frage, wenn nochmal zurückgesprungen auf dieses Torhüterinnen-Thema. Wenn selbst eine Merle Frohns nicht gesetzt ist als Nummer 1, ich klammer jetzt mal bewusst Verletzungen vielleicht aus, aber ist grundsätzlich niemand als gesetzt anzusehen oder gibt es da zumindest eine Achse, die in Ihrem Kopf gesetzt ist, dann auch mit Blick auf den Sommer? Ich bin eigentlich immer froh, ich habe es ja eben versucht zu erklären, ich habe ja absolut Elite, ich habe ja das Beste vom Besten, wenn man so will, meiner Meinung nach, bleibe ich dabei und warum soll ich da sagen, der eine ist gesetzt, der andere ist nicht gesetzt, sondern
Nein, ich behandle sie eigentlich alle gleich. Sie haben alle die Chance zum Spielen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was will ich spielen, was will ich tun. Da muss der eine vielleicht ein bisschen zurückstecken und der andere zurückstecken. Und das ist bei den Torhütern auch. Ich habe drei Top-Torhüterinnen dabei im Moment. So, und freue mich, dass ich also wirklich alle einsetzen kann. So, und jetzt Richtung Olympia gesehen, muss ich reduzieren auf zwei. Also werde ich doch versuchen, einfach mal auszuprobieren. So, wen nehme ich jetzt mit, die beiden? Vielleicht habe ich sie im Kopf schon, was ja höchstwahrscheinlich der Fall ist. Aber morgen verletzt sich eine, dann stehe ich wieder da. Und dann sage ich ja, okay. Deswegen würde ich ganz gerne sehen, dass Tine Johansen auch mal spielt. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr, würde noch eine kurze obligatorische Pause machen. Und alle guten Dinge sind drei Gary Pauband und dann kommen wir zum Ende. Herzlichen Dank. Vielleicht, also wenn wir bei diesem Thema sind, ich stelle mir das unheimlich schwer vor. Inwieweit ist es dann auch ein Abwägen für Sie persönlich, wie viel kann ich überhaupt ausprobieren, weil es halt eine EM-Quali ist, weil man trotzdem aber ja natürlich eine gewisse Vorbereitung dann halt auch machen muss für die Olympischen Spiele. Und inwieweit ist es dann aber halt auch ein bewusst eher auch darauf verzichten? Also wo ist da der Mittelweg bei Ihnen? Wenn Sie mich da so fragen, dann kann ich Ihnen das nicht mal genau sagen. Das ist immer, das sind ja auch so Eindrücke, die man hat. Sie haben ja auch Eindrücke, die Sie da mitnehmen. Und ich kenne die Mädels jetzt mittlerweile ziemlich gut. Und ich denke, ich kann sie auch einschätzen, was Charakter, was sonstige Stärken angeht. Und habe dann irgendwann, sitze ich dann da mit meinem Stab, ob es Nöbre ist, ob Britta das ist. Oder ich nehme auch die Spieler mit ins Boot. Und ich habe ja auch erfahrene Spieler dabei, die auch ein Gefühl für diese Geschichte haben. Und am Ende ist es ja sowieso eine Geschichte, sag ich mal, ja, wie ich mich entscheide, muss ja mit Überzeugung sein. Und so werde ich auch dabei bleiben. Ich habe auch kein Problem, das zu erklären, wenn ich jetzt jemanden zu Hause lassen muss. Das heißt ja nicht, dass der muss ja nicht schlechter sein als der mitfährt in dem Falle. Aber irgendwann werde ich eine Entscheidung treffen müssen und die werde ich nach bestem Wissen und Gewissen treffen mit meinem Staff zusammen und dann werden wir Vollgas geben. Ich würde sagen, das ist ein sehr gutes Schlusswort. So gehen wir doch gerne aus der Medienrunde raus. Herzlichen Dank, Horst Rubesch. Herzlichen Dank euch allen fürs Einwählen. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag und freuen uns dann, euch hoffentlich nächste Woche auch in Frankfurt zu sehen.